Und es ist ein neuer Tag und ich sehe hier gerade wenig Monster. Da hinten ist meine Mine, die ich in der letzten Folge soweit errichtet habe. In dieser Folge habe ich überlegt, bereite ich mich auf die Säuberung des Minenschachtes oder der unterliegenden Höhle vor. Dazu benötige ich entweder Leder oder halt Eisen. Beides habe ich natürlich nicht. Kohle habe ich dafür jetzt inzwischen reichlich. Jetzt habe ich Cobblestone, Wolle, Türen, aber nichts, um eine sinnvolle Rüstung daraus zu craften. Also werde ich mich jetzt erstmal weiter damit vergnügen, irgendwie Rohstoffe zu suchen. Nahrungstechnisch bin ich gerade auch nicht gerade so schlecht aufgestellt. Okay, da sind überall Creeper. Ich glaube, eine Tür hatte ich noch irgendwo. Dann kann ich mal hier diesen Gang zumachen, damit mir hier keiner einfach so reinrennt in mein tolles Höhlensystem. Und das ist der unterirdische Zugang zum Minenbereich, vom Keller aus. Vielleicht kommt da auch eine kleine Güterbahn hin, um die ganzen Rohstoffe dann hier rüber zu transportieren. Ich brauche hier auch im Endeffekt eine Treppe. Ich glaube, ich baue dieses Lager einfach zweigeschossig. Mal sehen. Erstmal hier weiter Vorbereitungsmaßnahmen treffen und alles abbauen. Zack. Weg. Hier diesen Dirt, den brauchen wir hier auch nicht. So langsam habe ich einen praktischen großen Raum errichtet. Hier kann ich noch einen Baum fällen oder ich mache das halt mit Dirt zu hier. Davon habe ich ja genug. Zack. Mache ich nochmal ein paar Fackeln zur Sicherheit, damit hier nichts spawnt, was hier nicht hergehört. Da hinten ist auch irgendwie, sehe ich so ein Licht. Ah, das ist eine Höhle, das ist ein ganz großer Durchgang hier. Und die endet hier im Nichts. Und hier ist auch so ein Baum, dann könnte ich das auch mal zumachen, damit hier keine ungebetenen Gäste in das Minensystem irgendwie reinkommen. So. Das hier müsste ich abbauen. Das wird eigentlich hier die Außenwand. Müsste ich auch noch einiges an Salz reinstecken. Ich weiß nicht, was diese Freeze sollen. Entweder geht mein Rechner irgendwie am Stock. Dürfte aber eigentlich gar nicht sein, oder der geht einfach kaputt. Noch mehr Eisen, sehr gut. Dann baue ich mal ab. Reicht für eine Spitzhacke. Bisschen Zeugs. Acht Stück. Naja, versuchen wir uns mal, wenn die Creeper weg sind, was sie ja nicht sind. Wagen wir uns mal hier nach unten. Sonst wird das nie was. Sollen die einfach hier in die Luft fliegen? Okay, ein bisschen viel Gesellschaft für mich hier oben. Essen wir mal was, verstecken wir uns hinter der Wand, hauen drauf, verstecken uns wieder hinter der Wand. Ich glaube, hier muss man hüpfen bei Quake, damit man irgendwie wieder runter, lass ich vom Creeper killen. Genau. Natürlich von hinten einer. Gut, jetzt haben wir es hier, glaube ich, ein bisschen sauberer gekriegt. Das sind ganz nette Rohstoffe in dieser Höhle. Die scheinen auch ein bisschen größer zu sein. Ein Evil Chicken ist hier auch gefangen. Doch,
Richte mal den Mist ein bisschen aus, damit die. Okay, das Ding ist voller Mobs. Aber auch voller Eisen, also würde ich hier mir gleich erstmal eine Rüstung zurecht basteln, bevor ich hier größere Erkundungen unternehme. Fangen wir einfach hier an. Müssen wir gleich das alles sowieso mit Türen irgendwie abtrennen und versuchen durchzustrukturieren, damit ich mich da nicht verlaufe und das Ganze hier mal systematisch einfach abbauen kann. Okay. Bräuchte ich neue Treppenstufen. Cobblestone dürfte ich dafür inzwischen genug haben. Stück Eisen, dann kommen noch mehr dazu, die ich nicht gedroppt habe, weil mein Inventar voll war. Sehr geil. Ach ja, das ist halt Minecraft. So, ich sollte einfach mein Inventar ein bisschen entmüllen. Mist. Ah. Vielleicht Zeit, dieses antike Steinschwert zu schrotten. Dann habe ich schon mal ein bisschen weniger Müll im Inventar. Jetzt habe ich hier irgendwo Eisen abgebaut. Das war, glaube ich, hier. Das habe ich gar nicht mitgenommen. So, und der Plan war jetzt hier eine Treppe zu bauen. Das Ganze ein bisschen zu sortieren. Wird die Aufgabe haben, bis in die Unendlichkeit nach unten zu gehen und damit mir einen sicheren Zugang zu Ebene Nummer 11 zu gewähren, wo es dann Diamanten gibt in großer, reichlicher Anzahl. Ich mir hier mal einen kleinen Zugang zu dieser Ebene. Spitzhacke dürfte noch eine Existenz sein. Dirt hier weg. Darunter ist Gravel, super. Sollte man den Mist hier ein bisschen ausleuchten. Mal sehen, wie lange schon mal die Folge dauert. Na, noch ein bisschen Zeit ist. Im Gegensatz zu meinen Siedlerfolgen werde ich diese hier natürlich sehr kurz halten, was mir die Freiheit gibt, einmal häufiger aufzunehmen, häufiger was zu posten und weniger Aufwand bei der Aufnahme zu haben, weniger Wahrscheinlichkeit für Spielabstürze, die die ganze Aufnahme versauen, denn wenn 10 Minuten dahin sind oder so, oder 12 oder 15, ist es auf jeden Fall weniger schlecht, wie wenn eine halbe Stunde halt direkt flöten geht. Daher bin ich einfach jetzt dabei, dieses Format hier auszuprobieren. Also wie gesagt, es ist pixelig, so wie der Rest der ganzen Spiele, die hier auf diesem Kanal gespielt werden. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht auch mal GTA 4 drauf spiele, weil ich das Setting einfach liebe. Und dann nehme ich das in 720p auf meinem Müll-PC auf. Müssen wir mal gucken. Zurzeit habe ich wenig Möglichkeit, meine Zeit im Keller zu verbringen, sondern muss
mich mit reellen Aufgaben auseinandersetzen. Bisschen Eisen wieder gefunden. Ich weiß nicht, was mein Inventar macht. Es ist bestimmt wieder voll. Jetzt renne ich wegen jedem 3 Stück Eisen dann hoch. Aber dadurch, dass ich jetzt die Treppe gebaut habe, muss ich nicht hüpfen, was weniger Energie verbraucht beim Hochrennen. Ich könnte hier auch Hühnchen braten. Ja, und meine ganze Mine hier wird jetzt allmählich tiefer und tiefer. Und jetzt je tiefer man hier vordringt in das Ganze, desto bessere Rohstoffe findet man. Deswegen baue ich sie jetzt bis zum untersten Level ab runter. Die Frage ist, ob ich da jetzt direkt auf den Lavasee treffe oder mich runter bis zum Bedrock durchbauen kann. Das werden wir natürlich nicht in dieser Folge sehen, sondern bestimmt in der anderen, aber da bin ich echt gespannt, was ich da unten noch alles treffen werde. Das Lava ist halt so, wie gesagt, der Grund, warum man sich einfach nicht direkt runterbauen sollte, was man auch machen kann. Und hier sind da irgendwelche Zombies, also ist da bestimmt wieder irgendeine Höhle in der Nähe. Oder sie kommen aus diesem ganzen wirren System dadurch. So. Cobblestone. Das komische weiße Zeug. Hier könnte ich dann neue Kisten hinmachen. Also jetzt mache ich mir mal was für einen Schädel. Dann hier sowas. Sieht schon mal besser aus und dann kann ich gucken, ich habe noch 2 Eisenspitzhacken, das heißt, ich muss mal wieder ein bisschen gucken, dass ich Eisen herbekomme. Aber ich kann gleichzeitig auch gucken, dass ich hier dieses Gebiet erkunde. Oder unterhalb dieser Halle anfange, alles durchzugraben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, die machbar wäre. Aber ich denke, ich lasse es erstmal. Es ist ja wieder Nacht und ich beende diese Folge an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.